Herzlich willkommen zu einem neuen Werkstatt-Alltagsvideo aus der Halle 77. Heute wird es definitiv wild und auch wieder ein langes Video. Das sage ich jeden Morgen, richtig Sven? Aber als allererstes fangen wir dieses Video mal ganz anders an, also wirklich ganz anders. Es gibt heute viele Neuigkeiten, die ich euch aber erst im Anschluss dieser Szenerie zeigen möchte. Und zwar, ich schicke diese beiden Herren jetzt, komm, ich die mich angucken, los. Wir müssen was kaufen. Wir bekommen am Sonntag Besuch im Stream. Da das mehrere Personen dann sein werden, will ich natürlich gleich erzählen, brauchen wir Ansteckmikrofone zwecks des guten Tons. Müssen wir was kaufen. Ich habe keine Zeit und keine Lust, gebe ich auch zu, und drücke dir jetzt diese wunderschöne Kamera in die Hand. Und die beiden fahren jetzt los und holen Ansteckmikrofone. Herzlich willkommen zu Team Media unterwegs. Das ist mein Radio. 11 Minuten brauchen wir. Ey, aber der fährt gar nicht so holprig, wie ich dachte. Serienfahrwerk hier drin ist super weich. Das ist 1000-mal komfortabler als der Polo. Warum hast du die Scheibenwischer so krass an? Das geht nicht, der hat keine Intervallschaltung. Du hast entweder aus oder Vollgas. Der Turbo oder gar nicht. Ja. Boah, Sven, Alter. Ja, aber man kann hier zu zweit echt gut sitzen, ne? Das ist echt super okay. Entspannt. Aber du hörst hier, alles klappert und flattert hier, wenn man steht. Alles hat auch so ein bisschen Spiel irgendwie, ne? Ja, manche von diesen Schaltern hier traue ich mich gar nicht richtig zu bedienen, weil ich immer denke, die fallen raus, wenn ich da jetzt das nächste Mal dran rufe. Jetzt rechts, ja. Noch mal aus und gleich links. Jetzt links, ja. Da, hier links, da ist es. Da ist das Gebäude. Stress! alle warten gerade auf uns. Gar keinen Bock! Hier rein, ich glaube. Passt! Ja, stopp! So, sehr gut. Morgen! So, wir haben einmal Rode Wireless Go Mark II das Doppelset, Rode Wireless Go Mark II das Singleset und noch ein Rode Wireless Go Mark II nochmal das Singleset, weil Sven nicht aufgepasst hat. Sven hat nicht aufgepasst, deswegen ist es jetzt ein bisschen komplizierter geworden. Aber man muss auch sagen, anders hätte es nicht funktioniert. Richtig, anders hätte es nicht funktioniert, aber wir haben eine Lösung gefunden. Ja. Jetzt fahren wir zurück. Jetzt fahren wir zurück. Ja, jetzt fragt ihr euch, wofür habt ihr denn die Ansteckmikrofone geholt? Ganz einfach, diesen Sonntag sind wir im Livestream mit den Autodoktoren hier. Wir haben so ein bisschen vor, einfach zu frühstücken, ein bisschen zu labern oder einfach zu sitzen auf der Couch. Und wir sitzen nicht vorne alle vor dem Monitor. Daher die Ansteckmikrofone. Ich glaube, ist in dem Falle auch ganz gut, weil wir werden auch ein bisschen drüber sprechen. Die Autodoktoren haben ein neues Format rausgebracht. Das läuft am Samstagabend. Bei denen auf dem Kanal müsst ihr mal reinschauen. Ich glaube, so eine Schrauber-Arena oder so eine Schrauber-Session, wo zwei verschiedene Teams gegeneinander in gewisser Zeit Fragen beantworten müssen und so. Da bin ich mal gespannt, wo die Unterhaltung hingeht oder wie das überhaupt wird, der Sonntagmorgen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf, weil auch am Samstag wird es spannend, kann ich euch sagen. Am Samstag kommt der Gockel zu uns. Welcher Gockel? Wer ist der Gockel? Nicht der Hahn, sondern der Turbo-Gockel kommt zu uns. Ich glaube, der bringt ein oder zwei Gölfe mit, die auf dem Prüfstand hier abstimmen wird. Wird bestimmt auch eine lustige Nummer. Also Samstag wird auch voll. Und am Samstag haben wir draußen immer jetzt Currywurst Pommes, gibt immer was zu essen hier. Und zwar vom Frittenlabor. Also das ist jetzt jeden Samstag gibt es hier was zu essen. Was auf die Gabel oder in den Mund rein. Ich kann euch sagen, in den letzten 2 Wochen ist es ein bisschen ruhiger.
weil wir haben auch teilweise Urlaubszeit, Krankheitsausfälle. Das bedeutet, es ist eigentlich gar nicht so riesig viel passiert. Und ihr fragt euch immer, was ist denn mit den Videos? Wann geht es denn an dem Auto weiter? Wann geht es denn an dem Auto weiter? Mensch, jetzt hast du das Thema schon wieder angefangen. Ich will mal so ein bisschen kurz aufklären. Und zwar der Treser zum Beispiel, kann ich euch sagen, steht im Museum. Ist eigentlich schon fertig und euch erwartet ein Video, das ist schon seit 2 oder 3 Wochen fertig. Aber wir uns entscheiden uns immer für das Video. Wir machen halt immer ein bisschen Abwechslung rein. Also ich kann euch sagen, Treser-Video schon lange fertig. Im Hintergrund seht ihr XR2. Auch schon Video drüber gemacht. Habt ihr im Prüfstand gesehen, wie der geölt hat. Das Ganze ist auch schon komplett fertig. Dann haben wir ein neues Auto abgeholt. Ein Ford P3 17M in einem echt super, super schönen Zustand. Ich zeige euch mal von innen ein bisschen was. Echt tolles Auto, kann ich nicht anders sagen. Wenn ihr möchtet und sagt, Mensch, da hätte ich auch Bock auf ein Video, würde ich gerne mal was zu sehen, zu einem, ich glaube, 64er Baujahr ist das, dann lasst uns das auch wissen. Nur, da sind wir wieder beim Thema, habt Geduld, das zieht sich lange hin, weil ich bin gerade echt froh, dass wir einen, ich nenne es mal Puffer aufgebaut haben, wo wir ein paar Videos schon, ich sag mal, auf der Platte haben. Problem ist halt nur, das dauert jetzt halt, bis die irgendwann mal ausgestrahlt werden, weil wir machen ja nur 2 Videos die Woche plus das sonntagige Prüfstandsvideo. Jetzt werden viele von euch sagen, Mensch Marco, das ist doch geil dann, wenn du schon so viele Videos auf Platte hast, mach doch ein Video mehr die Woche und stell doch vielleicht noch einen Cutter ein, bei euch läuft doch YouTube, wäre doch ganz interessant. Einerseits sage ich mir ganz klar, yo, hätte ich wirklich Bock drauf, weil Content ist immer da, wir haben immer was zum Zeigen und mir macht das Ganze ja auch Spaß. Der Nachteil wiederum ist aber einfach ganz einfach, jetzt stellt euch vor, noch ein Video mehr die Woche bedeutet auch, dass ich ja immer irgendwas drehen muss. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, das Thema Sommerplanung, wir wollten mit Giuliano nach Italien fahren und da fiel mir ein, Mensch, eigentlich kann ich ja gar keinen Urlaub machen, weil jeder Freitag ist ja bis jetzt vergeben für Prüfstandstage. Ich kann mir ja gar keinen Urlaub in dem Falle leisten, weil dann würde ja ein Prüfstandstag ausfallen und somit wieder Content. Also ihr merkt, wenn wir jetzt noch einen dritten Videomann dazu beiholen würden für einen Tag mehr, dann hätten wir das Problem, dass ich ja auch immer wieder Content liefern muss. Und ich kann euch sagen, in meinem Kopf raucht es schon ganz oft, weil ich muss hier gucken, welche Autos kaufe ich, welche Autos verkaufe ich, wo stelle ich was hin, welche Arbeiten gebe ich meinen Jungs. Also es ist halt immer nicht ganz so einfach. Und wie gesagt, es gibt ja auch Urlaubstage, Krankheiten stehen auch ab und zu da. Was guckst du da so? Urlaubstage gibt es ja auch. Gibt's ja? Aber das ist hier echt ein großes Problem, ja. Kann man ja ganz klar sagen. Wir sind ja hier in der Werkstatt zu dritt. Ralf, Jan und Julian. Und wenn jetzt mal einer 2 Wochen Urlaub machen will, sind wir beim Thema Prüfstand zum Beispiel, müsste der Jan einspringen. Wenn ich dann noch dazu Urlaub hätte, geht gar nichts mehr. Wenn jetzt noch dann Jan krank werden würde, ihr versteht, was ich meine. Gleichzeitig wollen wir viele Projekte machen. Ihr wisst zum Beispiel hierzu, habt ihr gesehen, da ist in Gange. Und typisch Italiener reißen natürlich auch mal ein paar Schrauben ab. Also hält das ein bisschen zeitlich auf. Dann fragt euch, Mensch, der Konsul steht da. Kann ich euch auch so sagen. Ist auch ein Video, schon längst fertig. Kommt auch noch. Also wie gesagt, Videos vorgedreht oder wir haben sehr viel gedreht. Habt einfach Geduld, dann klappt das. Aber wenn ich mir jetzt quasi noch einen Tag mehr, vom Kopf hätte ich da Bock drauf, noch mehr bringen würde, ich komme mit dem Druck nicht klar. Gebe ich auch zu, würde ich nicht schaffen, weil mir wächst das hier teilweise schon über den Kopf, wo ich sagen würde, das ist jetzt nur dahingesagt, ich könnte hier in dieser Werkstatt einen super Werkstattmeister gebrauchen. Aber da sind wir oft beim Thema, da gehe ich jetzt auch direkt wieder zum Julian hin. Jetzt stellt euch vor, ich stelle jetzt direkt einen Werkstattleiter ein, der hier quasi, ich nenne es mal, ins gemachte Nest dieser Werkstatt setzt und sagt, so pass mal auf Julian, du machst das, Ralf, du machst das und der Jan, du machst das und er setzt sich dann auf den Stuhl. Das ist dann kein Teamwork mehr, so wie wir es hier nur kennen. Und deshalb ist es halt schwer, jemand Neues für unsere Firma zu finden. Wobei ich sage, in der Werkstatt könnten wir echt einen gut gebrauchen. Ja, auf jeden Fall. Aber einen, der wirklich, ich will es mal sagen, einen Macher. Es hört sich blöder an, jetzt fragt ihr mich, ja, Macher sind für alle, sondern die einfach sagen, geht nicht, gibt's nicht. Das ist hier wirklich so, das was man sagt, weil ich kenne diese Aussage nicht, da haben wir kein Werkzeug für. Oder, oh, das habe ich noch nie gemacht. Also man muss einen Motor verstehen oder wissen, wie was funktioniert. Und wie gesagt, die nicht schönen Sachen bei Oldtimer sind, es reißen Schrauben ab. Und das nicht das erste Mal. Bremsleitung, was alles passiert. Also hier in der Werkstatt, ich sage das jetzt vorsichtig, bitte nicht losrennen und sagen, juhu, der Markus sucht einen, bitte stellt mich jetzt ein. Sondern es muss wirklich, wenn einer ins
Team. Er muss hier reinpassen und gleichzeitig bin ich nicht böse, wenn er sagt, hey, er übernimmt dann hier auch so ein bisschen. Ja, die Leitung ist das Falsche, aber ich glaube, ich habe Julian die das schon angeboten. Genau. So würde ich sagen. Koordination. Ich habe Julian das schon angeboten und er hat abgewunken und hat gesagt, nee. Ich habe das schon hinter mir. Weil es muss ja auch so sein. Ich persönlich sage montags, ich kann mir nicht alles merken, was können wir da machen, was können wir da machen. Es muss jemand hier sein, der mit Kopf vorgeht und sagt, pass auf, oh, Marco will den Porsche 924 Turbomotor einbauen, dann will er das noch machen, das will er das noch machen, der kann das machen und ich, wichtig, kann das und das machen, das können wir mit Kamera begleiten, dass mir so ein bisschen Last aus dieser Werkstatt abgenommen wird, weil ich kann euch sagen, das wächst mir zum Beispiel über den Kopf, ich kann die Jungs nicht mehr einplanen, weil ich teilweise gar nicht mehr weiß, was ich machen soll, oh, Julian, was macht das? Julian sucht sich seine Arbeit selber, Jan hat dann zwischendurch Prüfstandsläufe in der Woche ganz viele, der kann gar keine Arbeiten mehr machen, zum Beispiel einen Zahn wechseln für Jan, ganz schwierig. Weil er immer wieder weg muss. Weil er immer wieder weg muss. Immer wieder zum Prüfstand, dann das, dann das. Deshalb sage ich, gar nicht so einfach. Und das Schlimmste, was mich hier zum Beispiel auffällt, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, Telefon. Geht nicht mehr. Es geht wirklich nicht mehr. Ich habe schon überlegt, unsere Telefonnummer im wahrsten Sinne des Wortes von der Webseite runterzunehmen, weil ganz oft sind wir mitten im Thema, machen ein Video, schrauben ein bisschen und dann merken wir, Telefon klingelt. Und wenn ich dann Zeit habe, gehe ich dran und dann, ich habe da mal eine Frage. Ich weiß, ich will euch auch oft immer gern helfen, aber man ist aus der Arbeit raus. So, jetzt haben wir das schon sehr weit ausgeholt. Was gibt's noch Neues? 7er BMW übrigens. Von A bis Z gezeigt. Von Kauf über Reparatur, was wir gemacht haben. Ja, Auto ist verkauft. Ich glaube, sehr, sehr offene Sache. Von Preisen bis Verkauf alles gezeigt. Dieses Auto war nirgendwo inseriert. Stand hier auf dem Hof mit Schild drin. Verkauft. Oh, was gibt's hier Neues? Mit dem bin ich am Wochenende zu unserem Oldtimer-Treffen an der Pferderennbahn gefahren und hatte echt viel Spaß. Und dann ist uns aufgefallen, dass diese Leisten hier noch in Chrom waren. Richtig, Daniel? Nein. Jetzt versuchen wir es dem Original ein bisschen näher zu bringen. Problem ist, diese Farbtöne zu finden ist sehr, sehr schwierig, weil das sind Sonderfarben zum Beispiel. Und dieses Grau zum Beispiel, sieht man, ist nicht 100%, aber es sieht besser aus wie die Chromleiste, finde ich zumindest. Was sagst du im Design, Daniel? Das Design zeitlos, super. Zeitloses Design finde ich auch. Und wenn ich immer so eilig an das Auto stehe, boah, den jeden Tag fahren, geiles Auto. Oh. Kennt ihr auch noch nicht. Instagram und Facebook-Leute wissen ungefähr, worum es jetzt hier geht. Hier liegt ein Daihatsu-Motor. Im letzten Werkstatt-Alltag-Video habe ich darüber berichtet und habe gezeigt, wie glücklich ich mit dem Daihatsu Charade Turbo war. Ja, was soll ich euch sagen? Da liegt ein Motor, hat nicht mal eine Woche gehalten, aber auch dazu haben wir ein Video gemacht. Deshalb liegen hier jetzt schon Ersatzteile, dass wir dieses Auto wieder reparieren können. Dann liegen hier eine Menge Neuteile. Ich sehe da Reifen, darunter ist eine Felge. Oh, hier sehe ich ein paar fette, mal originale BBS-Räder, wofür die wohl sein könnten. Ich habe da auch so eine Idee. Problem ist, ich weiß gar nicht, wo die Räder draufkommen, ob wir darüber ein Video machen, weil es ist nicht ein Young oder Oldtimer. Es passt eigentlich gar nicht zum Kanal, aber andersrum passt es schon doch zum Kanal. Es hat hier was Zeitloses. Ne, Daniel? Ja. Ihr werdet es auf jeden Fall versprochen im nächsten Werkstatt-Alltagsvideo sehen, vielleicht auch schon davor, um was es sich da handeln könnte. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Was haben wir denn sonst noch? Draußen war noch was. Ach, hier habe ich übrigens vom Nutluge bekommen. Gruß, bin mal gespannt, was da drin ist. Das hat mit den Felgen zu tun. Ich warte übrigens noch auf Reifen, dann können die nämlich montiert werden. Was haben wir denn noch gesehen im Werkstattalltag? Haben wir übrigens auch ein Video zugemacht. Habt ihr auch noch nicht gesehen? Guckt mal, wie geil der wieder aussieht. Ich weiß gar nicht, ob ihr den schon wahrgenommen habt. Jetzt stehen gleich zwei hier. Doch, im letzten Werkstattalltag habt ihr den gesehen. Da sah er aber nicht so aus. Wir haben mal ein paar Felgen drauf gemacht und haben auch den Motor wieder ans Laufen gebracht. Und gleichzeitig haben wir die Jungs gesagt, komm, dann polieren wir den eben einmal über, dann sieht er draußen wenigstens besser aus. So ein geiles Auto. Er sieht so geil aus, bin ich mega, mega happy mit. Ansonsten hole ich euch gleich nochmal dabei. Nadine hat euch nämlich auch nochmal was zu zeigen. Die hat nämlich auch was echt Schönes hier organisiert. Ich habe gerade eine geile Nachricht bekommen. Besser gesagt, ich habe was aus dem Fenster gesehen. Die Post war da. Ich glaube, meine Reifen sind gekommen für die Felgen, die großen, ominösen Felgen. Und Sven, ist im Videoschnitt, ne? Richtig. Wie ist das so? Bis jetzt außergewöhnlich, würde ich sagen. Mal was anderes. Was machst du eigentlich? Fiesta. Was machen wir da? Ventile einstellen. Habe ich gerade schon in der Totalen gezeigt, also unten. Die ist nämlich jetzt schon fertig. Also Video kommt auch, richtig? Ja. Hast du deinen neuen Komposthaufen schon gezeigt? Mhm.
Oh, wir müssen reintun, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Es ist wie immer ein wildes, verrücktes Video. Aber ich mag Werkstatt-Alltagsvideos, weil sie nicht so hart geschnitten werden. Oh. Doch, habt ihr es gehört? Julian, wir verraten ja hier schon, was wir am Integrale machen. Ich sag euch, wenn ich euch dazu zeige, was da für Räder drauf kommen, fliegt ihr weg. Wollt ihr mal sehen? Ist das geil. Ist das geil. Was machst du Kleistern, Ralf? Streichen. Jetzt ist das wenigstens einheitlich, diese Chromleiste weg. Ich weiß gar nicht, ob Daniel noch diese Chromleisten wegmachen will. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ist viel Arbeit. Ja, da geht es ja auch bald weiter dran. Ich möchte da gerne eine originale Auspuffanlage drunter machen und eine Sportauspuffanlage. Alles mit dem TÜV abgeklärt. Ich muss nur eine Originalauspuffanlage oder eine Sportauspuffanlage, die für einen Audi 200 oder Audi V8 zugelassen ist, haben. Und dann kann ich den ganz regulär TÜVen, kein Ärger, und wir können ihn offiziell auf der Straße fahren. Würde mich riesig freuen. Aber das wollte ich gar nicht zeigen. Guck mal, da sind sie. Sieht aus wie für ein LKW. Das ist das, was ich euch verrate. Ja, ja, dieses Projekt, ich kann euch sagen, das wird der Julian. Julian, siehst du gleich Reifen auf? Ja. Geil. Dann kann ich euch leider nicht mehr mitnehmen, dann seht ihr nämlich die Felgen dazu. Und das bedeutet, das ist der letzte Schritt. Wenn die auf dem Auto sind, ist das Projekt fertig, ne? Das ist richtig. Ich freue mich so. Ich sag ja, versprochen, spätestens in 2 Wochen zeige ich ihn euch hier bei YouTube. Ansonsten machen wir vielleicht ein eigenes Video über dieses Fahrzeug. Wie gesagt, ist kein Young- oder Oldtimer, passt eigentlich nicht zu unserem Kanal. Wobei, vielleicht doch. Seid gespannt, was für ein Auto das ist. Hoch, wieder runter. Aber wenn mir einer sagt, ich laufe hier nicht die Treppen hoch, dann weiß ich auch nicht. Also ich vermute, diese Treppe laufe ich am Tag mindestens 20 Mal hoch und runter. Jetzt habe ich gehört, wir haben noch mal Post bekommen. Oh, was ist das? Das sieht aus wie auf dem Trödelmarkt hier. Das ist Trödelmarkt. Warte, ey, wir machen Rückleuchtenraten. Zeig mal. Mercedes. SL. Golf 3. BMW, würde ich sagen. 124er Blinker vorne. Nee, das erkennst du auch. Ascona B. Oder Manta. Oh nein, der hat es nicht geschafft. Polo 3. Scheiße. Coupé. Oh, das müsste alter BMW. Legen wir alles hier hin, müssen wir sortieren. Das ist natürlich interessant, wenn wir sowas einfach random zugeschickt. Ne? Also ich weiß von nichts, woher das kommt, gar nichts. War da ein Briefchen bei? Bis jetzt noch keiner. Machen wir weiter auseinander, ich bin noch heiß, heiß. Da ist ein Kabel bei. Was ist das für ein Kabel? Oh, Tacho. Ich weiß nicht warum, aber ich stehe auf Tachos. Wenn der ein Drehzahlmesser hat, noch geiler. Kein Drehzahlmesser, aber dick Staub. Mercedes, würde ich sagen. Ne? Wir machen hier mal frei. 220 km/h, das müsste... Boah, mit einer Uhr. Guck mal, das liegt definitiv schon Jahre rum. Aber richtig schöne Tacho-Einheit. Das erkennt man sofort. Da brauche ich kein Abitur, KDC. Hast du Abitur? Nein, du. Nein, habe ich doch gerade gesagt. Hast du Abitur? Nein. Brauchst dich hier nicht schämen. Der Unintelligenteste bin ich hier in der Firma. Ich habe Hauptschule nach Klasse 9, um genau zu sein. Ich glaube, wir werden noch keine eingestellt mit Abitur, oder? Junge, wir haben Studierende da oben sitzen. Echt? Gruß an die Mediaabteilung. Julian, ja? Was für einen Schulabschluss hast du eigentlich? Hau raus. Mittlere Reife. Ja, dann bist du wieder der mittlere Reife. Hast du mal eine Bewerbung geschrieben oder hast du hier mal irgendwas abgegeben? Hier? Ja. Nö. Ich bin schon froh, dass ich überhaupt einen Arbeitsvertrag habe. Das ist nicht so lustig. Nein, aber wir haben ja einfach... Mich interessiert das einfach auch nicht. Mich interessieren eure Schulnoten nicht. Wichtig ist, Arbeit muss gut sein, gut da sein und Motivation muss da sein. Und Motivation zum Auspacken macht Spaß, ne? Ja, auf jeden Fall. Recht herzlichen Dank für das Paket. Ohne Schriftstück dabei. Einfach, das ist random hier angekommen. Wir müssen natürlich mal gucken. Unser Lagerplatz ist mittlerweile auch sehr begrenzt. Aber sowas kann man immer gut einsortieren. Das sind so Sachen, die ja ganz normal im Alltag passieren. Oh, ich sehe gerade, Nadinchen ist auch gekommen. Dann gehen wir jetzt mal zu Nadine. Nadinchen, hallo erstmal. Ja, du hast auch was Schönes angebracht. Wir haben es im letzten Werkstatt-Alltagsvideo vergessen zu zeigen. Da war es schon dran, ne? Und heute haben wir ein schlechtes Wetter ausgesucht. Was hast du gemacht? Das große Halle 77 ja. Logo. Aber du hast ja noch eins. Noch eins. Komm, wir gehen mitkommen. Gucken. Mitkommen. Mitkommen. Guck mal. Das sieht man schon von Weitem. Ist das nicht geil geworden? Ja. Und gleichzeitig sieht man den schönen Ford Sierra.
Wir haben uns übrigens überlegt, aktuell bin ich der Meinung, der bleibt so schön schwarz. Wir haben den Streifen in schön hellrot gemacht, so wie er sich gehört. Und die Felgen drauf und kein Texaco-Folierung. Ich finde, der sieht so viel geiler aus. Turbolader warten wir noch drauf. Der liegt noch bei Flo, habe ich gestern Abend mit telefoniert. Soll ich aber nächste Woche bekommen. Und dann geht es auch daran weiter. Nadine, was gibt es sonst noch Neues? Die Haare hast du schön heute. Ja, die Haare schön, ne? Ja, du hast die Haare schön. Ich brauche Schilder. Schäler? Schilder. Verkehrsschilder. Ich habe noch eine freie Wand und da hätte ich gerne alte, dreckige, verbeulte Verkehrsschilder. Du meinst also richtige, ganz normale Verkehrsschilder? Genau, zum Beispiel wie sowas hier, zum Beispiel so, das Pieperschild. Dass man da auf keinen Fall parken genau. soll, gar nicht, weil sonst wird der Gabelstapler kommen und schleppt euch ab. Genau. Pieper! Ich sehe euch da gehen und ich will wissen, was ihr da plant. Hier Parkplätze hinzumachen. Ja. Aber wir wollen da ein Tor hinmachen. Ein Tor. Tor, genau. Wie hat dir das Bier geschmeckt aus dem Prüfstandsvideo? Sehr gut. Bringt die guten Biere nicht nach Marco, bringt sie direkt zu mir. Wie, ich bin kein Biertrinker. Nadine ist auch kein Bier, trinken immer Radler, ne? Ich trinke immer, ja, oder gemischtes. Oder gemischtes, Krefelder, all sowas. Ja. Aber du bist der pure Biertrinker. Was hast du gesehen, Björn? Ich habe nichts gesehen. Wo willst du das Tor hinmachen? Wir machen kein Tor hin, wir machen hier Parkplätze. Nein! Nein, es kommt ein Tor dahin. Wo kommt ein Tor hin? Da wäre das schön. Dürfen wir denn da ein Tor hinbauen? Das ist ja dein... Ich spelle ja gerade. Vom Wenden her würde das noch gut funktionieren. Björn, würdest du auch ein Auto mit dem Stapler wegfahren, wenn hier einer... Natürlich. Egal was für einer. Das ist zum Beispiel ganz wichtig, wenn ihr samstags uns besuchen könnt. Ihr könnt hier, so wie der Mercedes gerade steht, ist nicht ein Musterbeispiel, sondern ihr könnt euch hier vorreihen. Ihr könnt hier quasi alles vollstellen, wirklich alles vollstellen. Das ist mir alles Wurst. Wichtig ist, lasst den Björn seine Einfahrt frei. Das ist ganz wichtig. Wenn der mit seinem Bus nicht rein und rausfahren kann, dann... Kommt der Stapler. Ist der Choleriker. Und wenn ich gerade an Thema Tor denke, Nadine, wenn wir wirklich hier einen Torbauer finden, der sagt, hey, das mache ich euch, da kann ich euch einen Auftrag oder ich mache euch das fertig. Wir bräuchten noch einen für zu Hause, Nadine. Das eine, dieser Zaun ist jetzt ganz umgefallen und auch im Veto gefallen. Ja, fast auf dem Veto. Das war das Werkstatt-Alltagsvideo. Wir hatten wieder viel Spaß. Seid gespannt, was in 2 Wochen passiert. Bis dahin sehen wir uns wieder im Werkstatt-Alltagsvideo. Ciao.